Moin, moin, Leute. Herzlich willkommen zurück bei den Mörderkaninchen und herzlich willkommen zurück bei dem, was letzte Woche wichtig war. Die letzten Folgen waren ja leider immer ein wenig kurz, aber diese Woche ändert sich das. Wir haben einiges, worüber wir uns unterhalten können, deswegen fangen wir auch direkt an und starten mit Lamina Research. Diese Firma dürfte eigentlich jedem von euch ein Begriff sein, der sich schon einmal mit X-Plane beschäftigt hat. Es handelt sich bei Lamina Research nämlich um den Entwickler von X-Plane. Dieser Entwickler hat auf seiner Website jetzt eine Feedback-Funktion hinzugefügt, über die man sogar ohne Account, das heißt ohne sich zu registrieren oder anzumelden, jegliche Art von Feature-Requests hinzufügen kann. Man kann dem Entwickler damit also sehr schnell und sehr einfach mitteilen, erstens was man über den Simulator denkt und zweitens was man gerne als Feature implementiert haben würde, natürlich aber ohne Garantie dafür, dass das Ganze dann auch umgesetzt wird. Ich glaube aber, dass das Feature-Request nicht einfach nur so hinzugefügt wurde, sondern dass das Ganze natürlich einen Sinn hat. Man möchte sich ganz einfach ein Bild darüber machen, was die Community über X-Plane denkt und was für sie am dringendsten hinzugefügt werden sollte. Denn die größte Baustelle, Vulkan, die ist ja nun fast vollständig fertig. Danach kann man sich also um neue Projekte kümmern. Und genau aus diesem Grund hat man aus meiner Sicht das Feature-Request hinzugefügt. Ich hoffe, dass ganz viele Leute Wetter requesten, damit das Wetter in X-Plane endlich mal ein wenig besser wird und vor allen Dingen ein wenig besser aussieht. Was auch immer letztlich dabei herauskommt, die Tatsache, dass ein solches Feature-Request eingeführt wurde, ist aus meiner Sicht ein Riesenschritt nach vorne und vor allen Dingen einer, den ich sehr begrüße. Ein solches Feature-Request gibt es, soweit ich weiß, bisher bei keinem anderen Simulator und bei keinem anderen Developer. Das finde ich also ziemlich cool, deswegen sollten wir diese Funktion auch nutzen, und zwar kräftig. In der Videobeschreibung findet ihr wie immer einen Link, der euch auf die entsprechende Seite führt. Schaut auch einfach mal vorbei und lasst euer Feedback bzw. euer Feature-Request da. Würde mich persönlich sehr freuen und die Entwickler von X-Plane sicherlich auch. Denn damit kann dieser Simulator in Zukunft noch viel besser gemacht werden. Und wenn wir direkt bei X-Plane bleiben, dann können wir uns Tholis zuwenden, und zwar dem A319 und dem A321, denn die haben ein Update erhalten. Bei diesem Update sollen die PFD und ND komplett neu gemacht worden sein, nicht nur was die Darstellung und die Grafik angeht, die angeblich verbessert worden sein soll, sondern auch die Art und Weise, wie Linien gezeichnet werden, sodass die Route präziser und besser aussehen soll. Dann hat man noch die RadNav-Page verbessert, die jetzt angeblich komplett real funktionieren soll. Mit dem Tunen der Frequenzen über die richtige Einstellung der IDs sowie VOR und NDB-Tuning. Das Ganze dann auch noch über die entsprechenden FMGS-Messages, die vorher angeblich gar nicht oder nur fehlerhaft dargestellt worden sein sollen. Hauptsächlich geht es beim FMGS aber darum, dass, wenn man das ILS manuell überschreibt, nun auch das korrekte ILS dargestellt werden soll. Das war nämlich relativ lange Zeit so, dass das nicht korrekt funktioniert hat. Genau das soll jetzt behoben worden sein. Außerdem habe man sich an eine Überarbeitung des Smart Copilot Supports gesetzt. Der soll jetzt wesentlich besser funktionieren und mehr Funktionen aufweisen. Und man habe nicht nur irgendwas verbessert, sondern die Kernfeatures. Das ist natürlich besonders für mich eine riesengroße Freude, da es einige Dinge gab, die bisher nicht so toll funktioniert haben. So war es bisher beispielsweise nur für den Master möglich zu bremsen, was aber, wenn nicht der Master den Flieger gesteuert hat, ein wenig problematisch gewesen ist. Denn dann musste der Master bremsen, während der Slave das Flugzeug gesteuert hat. Das ist ziemlich umständlich gewesen. Außerdem habe man jetzt die Sidestick-Logik implementiert, sodass also beide Seiten gleichzeitig den Sidestick benutzen können, was dazu führe, dass wie im realen Flugzeug auch die Sidestick-Eingaben entweder kompensiert oder verstärkt werden. Und last but not least habe man bei Tholis ebenfalls möglich gemacht, dass die MCDU als Pop-Out-Menü benutzbar sei. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Bisher war es so, dass man zum Bedienen bei Smart Copilot immer in die entsprechende Sicht gehen und die Hardware-MCDU benutzen musste. Genau das soll sich jetzt geändert haben. Und das ist natürlich deswegen cool, weil man sich damit die MCDU einfach rausploppen kann. Man kann also die ganzen Displays und die MCDU gleichzeitig im Blick behalten oder auch was komplett anderes machen. Das ist natürlich richtig cool und erleichtert einem die Arbeit um einiges. Neben diesen größeren Änderungen gab es aber auch noch kleinere Dinge. So hat man zum Beispiel die Sounds geändert, die entstehen, wenn das Landing Gear den Boden berührt. Das nennt man Main Landing Gear Compression Sounds. Ich vermute mal, damit ist gemeint, dass sich die Stoßdämpfer zusammenziehen, wenn das Gewicht des Flugzeugs auf den Boden und damit auf das Fahrwerk belastet wird. Außerdem hat man die Sounds insofern angepasst, dass man die Triebwerkslautstärke verringert hat, wenn man sich in der Außenansicht befindet, und dass sie nun mit der entsprechenden Distanz zum Flugzeug übereinstimmen.
Damit ist gemeint, dass die Sounds leiser werden, wenn man sich vom Flugzeug entfernt, und lauter, wenn man wieder näher rankommt. Das ist eine Funktion, die vorher angeblich falsch oder nicht korrekt umgesetzt worden sei, die man jetzt aber korrigiert habe. Nebenbei gibt es dann auch noch diverse andere, kleinere Fixes, die allerdings ein wenig zu viel und zu klein für dieses Video sind. Ihr könnt sie euch aber natürlich wie immer selbst anschauen und findet zu diesem Zweck in der Videobeschreibung einen Link, da könnt ihr draufklicken und kommt dann zum Changelog zum Selbstdurchlesen. Wir bleiben weiterhin bei X-Plane, wechseln aber den Entwickler, und zwar von Tholis zu Kamsen Studios. Die hatten vor einiger Zeit eine de Havilland Chipmunk umgesetzt, die jetzt eine V2 erhalten hat. Dabei ist quasi das gesamte Flugzeug von Grund auf erneuert worden. Man habe sowohl im Außenmodell als auch für das Cockpit ein komplett neues 3D-Modell erstellt. Der Pilot soll damit ebenfalls enthalten sein, genauso wie 4K und 2K-Texturen, sodass man auch für schwächere Maschinen eine Auswahl treffen kann. PBR ist natürlich ebenfalls standardmäßig mit dabei, genauso wie ein F-Mod Soundpack. Dieses Soundpack soll am realen Flugzeug aufgenommen worden sein. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber da kann sich ja jeder selber von überzeugen. In der Videobeschreibung gibt es einen Link, da könnt ihr draufklicken und kommt zu einem Video, wo ihr euch diese Sounds einfach mal anhören könnt. Könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie real ihr die findet. Und als letzte größere Features wäre vielleicht noch anzumerken, dass dieser Flieger nicht nur VR unterstützt, sondern ebenfalls auch das Avitab eingebunden hat. Wenn euch dieses kleine, zugegeben etwas ältere Flugzeug interessiert, dann könnt ihr ja mal im X-Plane Org Store vorbeischauen. Da gibt es die de Havilland Chipmunk für $27.95. Das sind ungefähr 26 Euro. Bitte behaltet dabei aber immer im Hinterkopf, dass es aufgrund von Wechselkursschwankungen zu Änderungen dieses Preises kommen kann. Bleiben wir direkt bei X-Plane und bei alten Flugzeugen. Wir kommen nämlich jetzt zur Uncle Jack Simulations Fairchild PT-19, und zwar ebenfalls für X-Plane 11. Dieser kleine einmotorige Propellerflieger ist sogar noch ein wenig älter als die Kamsin, die wir gerade eben hatten. Es handelt sich nämlich um ein Flugzeug, das in 1939 zum ersten Mal geflogen ist und dann von den USA weiterentwickelt, gebaut und im Zweiten Weltkrieg eingesetzt wurde. Die PT-19 soll laut Uncle Jack realgetreu umgesetzt worden sein. Das heißt also, dass man hier eine Umsetzung bekommt, die sogar Wear-Outs featured. Das heißt also die Abnutzung des Triebwerks. Und die Abnutzung von anderen Aspekten natürlich ebenfalls. So kann sich zum Beispiel Öl ansammeln, es können Leitungen undicht werden oder es müssen gleich ganze Teile ausgetauscht werden. Natürlich kommt es sehr stark darauf an, wie man das Flugzeug behandelt. Wenn es also immer nur getreten wird, dann passieren diese Dinge natürlich schneller, als wenn man es pfleglich behandelt. Man hat aber einen virtuellen Mechaniker an Bord, der bei dieser Aufgabe tatkräftig zur Seite steht, die Dinge austauscht und das Flugzeug wartet, wenn man es denn möchte. Beworben wird der Flieger natürlich mit den üblichen Floskeln, das bedeutet also, dass es sich hierbei um ein hochqualitatives 3D-Modell handeln soll, genauso wie die Unterstützung von PBR, F-Mod, Avitab-Integration, VR-Kompatibilität und vor allen Dingen das Testing mit realen Piloten. Ob das natürlich stimmt und überzeugend ist, das muss jeder selber entscheiden. Ihr könnt ja aber, wenn ihr Lust habt, mal einen Blick auf die Produktseite werfen. Dieser Flieger wird nämlich bei X-Aviation verkauft und ihr kommt auf die Produktseite, indem ihr in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klickt. Für knappe $30 könnt ihr den Flieger also bei X-Aviation erwerben, was nach derzeitigem Wechselkurs ungefähr 28 Euro entspricht. Bitte beachtet dabei aber genauso wie beim letzten Mal, dass dieser Preis natürlich Änderungen unterworfen sein kann. Und weiter geht's mit X-Plane, dieses Mal aber mit ein wenig was modernerem, und zwar mit einer 737NG. Ihr habt sicherlich schon einmal gehört, dass das Ultimate-Projekt gecancelt und durch das Level-Up-Projekt ersetzt worden ist. Dabei handelt es sich, wenn man es ganz genau nimmt, eigentlich um fast genau dasselbe, nur unter neuem Namen und angeblich mit einer kompletten Neuentwicklung, auch wenn ich das irgendwie nicht so richtig glauben kann. Fakt ist jedenfalls, dass Level Up eine weitere 737NG entwickelt, die 737-800 allerdings explizit nicht, denn die gibt es ja schon, und zwar von SIBO. Man fokussiere sich also explizit auf die 737-700, 900 und auf andere Varianten von diesem Flieger, genauso wie auf eine MAX, die irgendwann in entfernter Zukunft einmal entwickelt werden soll. Wie weit man in der Entwicklung der 737NG gekommen sei, darüber gibt es derzeit leider keine Informationen. Was wir haben, sind allerdings neue Texturen bzw. neue Screenshots dieser Texturen. Es geht dabei um Bilder aus der Kabine und aus dem Cockpit, die angeblich zeigen sollen, dass man das Cockpit komplett neu modelliert und komplett neu texturiert haben soll, genauso wie die Kabine.
Und natürlich seht ihr die Screenshots wie immer im Hintergrund durchlaufen, könnt sie euch aber selber ebenfalls noch einmal anschauen, indem ihr einfach in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klickt, dann kommt ihr zu einer Seite, wo alle Screenshots kompakt zusammengefasst sind. Das 737NG-Projekt, genauso wie die 737 Max, die irgendwann später einmal kommen soll, sind Freeware-Projekte von Level Up Simulations, die sich darauf verschrieben haben, die 737, die wir bereits haben, auf neue Levels zu heben, daher auch der Name. Leider gibt es bisher nur sehr spärliche Informationen über diesen Entwickler. Wir wissen also weder etwas über irgendein Schedule, noch darüber, wann diese Flieger erscheinen sollen oder was sie featuren, wodurch sie unterstützt werden und so weiter. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wenn sich daran irgendetwas ändern sollte, werdet ihr natürlich wie immer an dieser Stelle darüber informiert. Ich persönlich freue mich allerdings sehr auf diese Flieger. Die sehen nämlich echt cool aus, auch wenn ich denen nicht abkaufe, dass es eine Neuentwicklung sein soll. Und weiter geht's mit Birmingham, wieder im X-Plane, aber von einem anderen Entwickler, und zwar von Boundless Simulations. Bei Birmingham, der das ICAO-Kürzel Echo Golf Bravo Bravo besitzt, handelt es sich um einen internationalen Airport in Birmingham. Ja, wer hätte das gedacht? Hauptsächlich angeflogen wird dieser Airport von Jet2, TUI und Ryanair, die ihr Streckennetz quer über Europa ausgedehnt haben. Allerdings gibt es von Birmingham ebenfalls Langstreckenflüge, so zum Beispiel in die USA oder in die Karibik. Der Airport selber fertigte im Jahr 2019 fast 12 Millionen Passagiere ab, klein ist er also nicht. Von Boundless Simulations gibt es jetzt eine Neuumsetzung für diesen Airport, der natürlich mit all dem beworben wird, was man sonst auch in solchen Werbeslogans findet. So soll der Airport Full PBR unterstützen, genauso wie 4K Bodentexturen, ein Custom Mesh, genauso wie die ikonische Sloped Runway, da habe ich allerdings nicht wirklich eine Ahnung von, vielleicht hat ja irgendjemand von euch eine Idee, was genau die damit meinen, genauso wie sehr hochauflösende Bodentexturen, sehr hochauflösende Gebäudetexturen, sehr hochauflösende Taxiway Signs, ein sehr gutes Modeling, Custom Road Signs, das bedeutet also, dass die sogar die Straßen um den Airport gemacht haben, und dass das Terrain um den Airport umgesetzt worden sein soll, sodass wir also nicht nur den Airport an sich bekommen. Es gäbe laut Entwickler dann auch noch PBR-Wassertexturen, wobei ich mich natürlich frage, wozu die gut sein sollen, und custom modellierte Gebäude in der Umgebung des Airports, so zum Beispiel Hotels oder die Monorails. Wann dieser Airport herauskommt oder wie viel er kostet, das wissen wir derzeit leider noch nicht. Wenn sich das ändert, werdet ihr aber wie immer an dieser Stelle darüber informiert. Und dann haben wir noch ein Preview und nochmal für X-Plane. Aber dann war es das auch mit diesem Simulator, versprochen. Es handelt sich hierbei um Charlie Yankee Hotel Zulu, das ist Halifax, und zwar Halifax Stanfield, von Airfield Canada umgesetzt für X-Plane. Bei diesen Previews handelt es sich um Early Rendering Previews, das bedeutet also, dass der Airport noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase steckt. Viel zu sehen gibt es da zwar nicht, aus meiner Sicht sieht das Ganze aber definitiv nicht schlecht aus, ist auf jeden Fall etwas, worauf ich mal ein Auge haben werde. Für alle, die es vielleicht interessiert, beim Halifax Stanfield International Airport handelt es sich um einen Flughafen, der an der kanadischen Ostküste beheimatet ist. Von hier aus kommt man zum Beispiel nach Nova Scotia oder auch nach New Brunswick, Prince Edward Island oder in größere amerikanische sowie kanadische Städte. Hauptsächlich wird dieser Flughafen allerdings für Cargoflüge benutzt, unter anderem auch in das sogenannte kanadische Outback. Wir wissen über diesen Airport leider nicht wirklich viel, außer dass er erscheinen und Payware sein soll. Wenn sich irgendwas an dieser Informationslage ändert, dann werdet ihr natürlich wie immer an dieser Stelle darüber informiert. Und dann haben wir ganz am Ende auch noch was für den Prepared, und zwar von Just Flight, nämlich den A300B4 und die 747 Classic. Diese Flieger werden nicht nur für den Prepared, sondern auch für X-Plane umgesetzt. Die Screenshots, die ihr im Hintergrund seht, stammen aber allesamt aus dem Prepared. Trotzdem ist das aus meiner Sicht überhaupt kein Problem. Ich denke nämlich, dass die Flugzeuge sowohl im Prepared als auch im X-Plane ungefähr gleich aussehen werden. Es war leider lange Zeit sehr ruhig um diese Flieger, was mich persönlich ein bisschen gestört hat, weil es eigentlich welche sind, die ich erwarte. Vor allen Dingen für den X-Plane natürlich, aber auch im Prepared können die sich natürlich sehen lassen. Deswegen lasse ich die Screenshots jetzt einfach mal ohne weiteren Kommentar durchlaufen, bedanke mich schon mal ganz herzlich fürs Zuschauen und sage auf Wiedersehen. Habt einen schönen sonnigen und warmen Tag und bis zum nächsten Video oder bis zum nächsten Stream. Macht's gut!